So, hallo YouTube. Ein neuer Tag, ein neues Unboxing. Das Paket hier ist aber eigentlich gestern schon zusammen hier mit dem Strider angekommen. Aber das war mir dann an einem Tag einfach zu viel Luxus, die Pakete beide aufzumachen. Auch zeitlich war ich ein bisschen eingeschränkt. Ja, der hat es da hier sehr gut eingepackt mit Banterband. Ich weiß gar nicht genau, was drin ist, nur so ungefähr. Und drum muss ich es auch mal aufmachen, weil ich möchte da nächste Woche vielleicht Videos über die Messer drehen, die da drin sind. Die sind mir leihweise zur Verfügung gestellt worden. Und dass ich mir schon mal ein paar Gedanken machen kann. So, da ist auch eine persönliche Nachricht für mich drin. Die werde ich erst mal rausnehmen. Okay. So. Auf jeden Fall mal ein Wheelsteel. Das ist schon mal sehr schön. Weil solche Chinesen habe ich immer viel zu selten daheim. Die werden ja so oft gezeigt. Und selber habe ich nie welche. Ja, das H6 von Real Steel ist ja ein sehr beliebtes Messer hier auf YouTube. Wirkt sehr solide und läuft sehr leichtgängig. Aber ich will jetzt gar nicht weiter näher drauf eingehen, weil ich ja da noch mal extra Videos drüber mache. So, viel Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier noch ein Real Steel, ein Flipper. Ja, der hat so einen besonderen Verriegelungsmechanismus, wo ich jetzt erst mal schauen muss. Ja, okay. Fällt mir gerade der Name nicht ein, so spontan. So ein Carson Flipper. Dann haben wir hier noch mal was Ähnliches. Also die flippen alles sehr gut, funktioniert alles beim ersten Mal. Auch wieder so ein Carson Flipper von Real Steel. Ich packe es gleich wieder ein. Und zur Abwechslung mal ein Chris Reeve Umnumsan. Da hat sich hinten was versteckt. Da ist ein kleiner Imbusschlüssel drin. Ich weiß nicht, ob der da absichtlich drin ist. Oh ja. Ja, also Chris Reeve habe ich auch nicht so oft in der Hand. Hatte ich schon in der Hand. Im Geschäft selber habe ich keins. Und da freue ich mich natürlich besonders drüber. Allein der Sound, wie der Lock einrastet. Sehr smooth. Okay, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Viel Titan, darum war das auch so schwer. Titan ist ja nicht so leicht, wie manche immer glauben. Ist ja nur leichter als Stahl. Gut. Ja, die habe ich leihweise zur Verfügung gestellt bekommen vom Stefan. Und zwar der Stefan mit den vielen Zahlen hinten dran. Weiß jeder, wen ich meine. Und bin übrigens auch mit dem Messer sehr zufrieden. Gibt es nächste Woche auch noch ein Video. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal oder besser gesagt bis nächste Woche, wenn ich die ganzen Videos abdrehe hier zu dem Strider und den anderen Messer her. Ich weiß, ob ich es alle nächste Woche schaffe, weiß ich nicht, aber wir werden mal sehen. Okay, ciao.